glaube nicht, dass wir in den nächsten 10, 20, 30 Jahren Roboterrichter haben werden. Aber dieser Beruf wird komplett anders aussehen, als wir ihn heute kennen. Aus meiner Sicht, es muss bei dem, ich sag's bewusst jetzt so, menschlichen Richter bleiben. Im strengen Sinne, künstliche Intelligenz trifft keine Entscheidungen. Das ist alles metaphorisch. Sie tragen keine Verantwortung. Und deswegen kann es nicht sein, dass solche zentralen Funktionen wie Verantwortung wahrnehmen, Entscheidungen treffen, delegiert werden an Softwaresysteme. Auch durch diese Arbeitsbelastung bedingt sind wir natürlich sehr aufgeschlossen für neue Assistenzsysteme. Wir sind da sehr offen. Das Zweite, was ich aber schon betonen möchte, ich sehe auch klare Grenzen. Durch unser Rechtssystem, durch das Grundgesetz, ist es so, dass die Rechtsprechung eben unabhängigen Richtern anvertraut ist. Schönes Wort, anvertraut. Von uns wird ein gewisser Ausgleich erwartet zwischen den Behörden, die für den Bürger ja doch eine gewisse Übermacht darstellen, und den Rechtssuchenden, die dann auch eine gewisse Vermittlungsfunktion bei uns sehen. Und ich fürchte, das würde verloren gehen, wenn halt nur noch Entscheidungen getroffen werden. Wir müssen dazu kommen, ohne dass die Qualität der Rechtsprechung leidet, trotzdem zu wesentlich schnelleren Urteilen zu kommen. Genau das ist das Problem. Es geht nicht nur es geht um die Geschwindigkeit, aber es geht auch darum, dass die Verfahren immer komplexer werden. Aber wenn ich jetzt eine etwas intelligentere Mustererkennung habe, bei der ich ähnlich wie ich mit Alexa kommuniziere, dann sag, da gab es doch diese interessante Argumentation zur positiven Entwicklung der Feldhamsterpopulation. Ja, und dann kriege ich 3 Treffer. Damit kann ich was anfangen. Wir müssen uns, da bin ich auch mit Herrn Friedmann einig, an den Rechtssuchenden orientieren. Und die leben in einer digitalisierten Welt. Und deswegen wird von uns auch erwartet, dass wir so kommunizieren und so handeln. Ich sehe immer den nächsten Schritt. Und als nächsten Schritt hoffe ich mir, dass wir halt in wenigen Jahren die elektronische Gerichtsakte implementiert haben. Ich wollte Sie nur ermutigen. Ich bin die Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamts. Wir arbeiten seit 2011 in Schutzrechtsverfahren komplett elektronisch. Wir haben bisher eigentlich immer das Selbstverständnis gehabt, wir wollen in all diesen Themen Spitze sein in Deutschland. Und ich denke, das schaffen wir auch in dem Bereich weiter, dieses entsprechend weiterzuentwickeln. Ich habe da volles Vertrauen in Sie.